Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Und wir sind hier in Arnach immer noch. Ich habe das Inventar ein bisschen aufgeräumt, immer mal wieder. Habe jetzt vor, die nächste Quest hier anzunehmen oder anzugehen. Ich weiß gar nicht. Sprecht mit Baranar, die Verteidigung von Arnach. Machen wir mal glatt. Wir haben noch jede Menge anderes Gemüse. Zum Beispiel muss ich mich irgendwo umsehen. Das ist die Epos-Quest. Schauen wir mal. Wird schon werden. Erwarten wir ohne Sonnenlicht, ohne Tageslicht. Oh, die Kleider sehen gut aus, ne? Die beiden Kleider hier. Crit-Treffer, jo, taktische Beherrschung ist dafür ein bisschen raus, aber mehr Wille und mehr Vitalität. Wenn auch nicht viel, aber dafür auch mehr Rüstung. Ja, ich glaube, die ziehe ich sogar an. Schön. Heute erwarten wir ohne Sonnenlicht, ohne Tageslicht. Ja, ohne Sonnenlicht und ohne Tageslicht ist er erwacht. Habt ihr gehört? Also, das sah jetzt aus wie ein Hütchen. Ja, ich setze mir meine Hosen meistens auf den Kopf, deswegen verwechsel ich das manchmal. Sorry. So, wir haben also erstmal das. Jetzt muss man nach Dagor suchen. Komme ich hier hinten raus irgendwie? Nee, ich glaube, ich muss runter und über die Brücke, ne? Ja, gut, tun wir das. Wunderbar, ich freue mich schon. Wir nähern uns immer mehr Minas Tirith an. Denn wenn wir jetzt auf die Karte gucken, ich sag's gerne nochmal hier über den Pelennor. Und dann sehen wir die weiße Stadt. Die übrigens im Spiel nicht ganz so weiß ist, aber das ist egal. Apropos weiße Stadt. Denn es gab, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, ich habe es nur so halb mitbekommen, neue Erweiterung, neues Gebiet. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Cap dabei war. Auf jeden Fall neue Karten. Das wiederaufgebaute Gondor, also nach dem Krieg, diese ganzen Dinge hier, ja, weg vom Kriegsleiden und dann anderes Zeugs. Mal gucken, was da noch so ankommt. Da werden wir auf jeden Fall natürlich auch mit bei sein. Das werden wir auf jeden Fall uns auch mal anschauen. Aber noch ist viel zu tun hier. Drum tun wir auch viel hier. So, schön. Okay. Ich muss in die Richtung erstmal nach Dagor suchen. Muss natürlich auch, ihr kennt das ja bei mir, einen Schluck aus der Pulle nehmen. Hehe. So, Hügelgrabsteine. Okay, was ist mit denen? Kann ich nicht interagieren? Doch, der hier geht. Okay, gucken wir mal. Sammelt Steine für ein Grab. Achso, ich habe eine gefunden. Hab's gar nicht mitgekriegt. Ja, okay. Na gut, dann sammeln wir Grabsteine für den armen Dagor, der es leider nicht geschafft hat. Ja. Haltet ein wenig inne. Nehmt euch Zeit. Und macht euch breit. Zu zweit. Bei vollem Geleit. Sonst geht's zu weit. So, ne. Hügelgrabstein hier. Hügelgrabstein da. Dann haben wir sie alle und dann können wir den armen Dagor begraben. Oder besteinigen. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Ist ja auch ein Grab. Also müsste auch eine Art begraben sein. Auch wenn man ihn nicht begräbt. So. Wir machen ein Hügelgrab für ihn und auch für seine Leute. Und die Orks, die geben wir den Würmern. So. Steingrab bauen wir. Okay. Dauert ein bisschen länger, aber ich kann es vom Pferd aus machen. So, haben wir gemacht. Ja. Die Leichen liegen trotzdem noch hier dumm rum. Aber das reicht so. Ich weiß auch nicht. Na gut, okay. Dagor, ich traue mal um dich. Ihr erlebt eine feierliche Stille zu Ehren der Gefallenen. So, wir sollen wieder mit Baronar sprechen. Sehr schön. Also nicht schön, dass wir... ihr wisst schon, dass da jemand gestorben ist. Das ist immer nicht schön. Ah, da oben. Ah. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, ob wir gleich in Arnach fertig sind, ob das da jetzt der letzte Rest ist oder eben nicht. Die Einführungsquest, die hatte ich ja angenommen, so mittendrin. Kann aber so ja sein, dass diese Einführungsquest jetzt gar nicht noch, jetzt nur bei uns im Questlog stehen, weil ich ja schon überlevelt bin. Das heißt, bis dahin, bis wir die Einführungsquest einführen, na, das könnte noch ein bisschen dauern. Wir werden sehen. So. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Da tun wir so draufstehen. So, okay. Hier lang. Hier hüpf. Hier hüpf. So. Lalalala. Da nicht da lang, sondern hier lang. So, gehen wir nochmal zu Baronar. Und mit ein bisschen Glück war es das dann auch. Das war... Ach ja, Dagor. Ich muss euch was erzählen. Genau, ich hatte ja in der letzten Folge hier diese Brücke. Ich glaube, das war die Brücke hier oder war da unten. Den Eingang. Auf jeden Fall hatten wir ja diese Instanz, die dann geleckt hat. Nach der Aufnahme, nachdem ich die beendet habe, ging es dann doch weiter. Und wir haben dann gewonnen und der Dagor ist weggerannt.
Und das ist aus ihm geworden. Daher weiß ich's. Entschuldigung, Leute. Aber so wisst ihr auch wahrscheinlich Bescheid, warum Dagor Dagor ist. So. Ein Brief an die Herrin. Den sollen wir übermitteln. Das machen wir glatt. Erstmal machen wir das Filigranmuster auf. Was haben wir denn hier Schönes? Heilende Vers. Heilung auf andere. Ich lasse es mal da, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch was mache. Wobei ich nicht glaube, dass ich groß auf Heilung gehen werde mit der lieben Bolzeniel. Außer der eigenen halt. Genau. Denn ich bin zu oft allein unterwegs. So, wir sollen jetzt hier hoch und diese Quests. Also gehen wir diesen Weg. Bringt der Herrin Vani. Ja, bringt Vani in ihre Halle auf den der nordöstlichen Anhöhe des Immortle Melui. Okay. Ich bringe den Brief Vani. Ja. Vani, auch schöner Name. Hey, was bist denn du für ein Vani? Was machst denn du da? So in der Art. So. Wie immer, wenn ich reite, ist das schön, hüpft zwar ein bisschen, musste halt sehr stark das Gleichgewicht halten, aber das ist der perfekte Zeitpunkt für einen Schluck aus der Kaffeetasse. Bolzeniel hat das übrigens gelernt und geübt, denn sie trinkt auch beim Reiten regelmäßig Kaffee. Nicht, was ihr denkt. Dafür hält sie an, das will sie genießen. So. So, okay, wir sind in Emin Mimilui und gucken mal, wo wir hier sind. Im Lord Mimilui sind wir, nicht Emin. Alles klar. Wir haben hier ein Schlachtenlager, nochmal ein paar Aufträge, okay. Ja. Das sieht aber eher wieder wie ein Ort der Elben aus, ne? Kann durchaus sein. Omen verfolgen uns in diesem Besuch für eine Träumerin. Ah, nehmen wir Omen an. Wenn wir sie schon da haben. Denn ihr wisst ja, wie gesagt, alles was 5 Level drunter ist, wird nur angenommen. Alles was mehr drunter ist, nicht mehr. So. Nichtsdestotrotz, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier lang kann und muss und soll. Neu orientieren, wie es so schön heißt. So. Hallo, Herr Ling. Name, Vorname, Flücht. Okay. So. Hier entlang, da entlang, dort entlang. Guck mal, da ist eine Kartoffel. Schön. Ich freue mich. Wir haben ja was zu essen. Eine Kartoffel für alle. Ich hoffe, es ist eine große Kartoffel. So. Vani, ich habe ja was für dich. Zuerst einmal hier. Heute erwarten wir ohne Sonne. Nehm die Aufgabe gerne an. Gib mir diese ab. Gib diese ab. Nehm diese an. Okay. Finde den schattigen Pfad, der den Erui überblickt. Ja, ganz schön viel, was da steht. Ich hoffe mal, da müssen wir einfach nur irgendwas abreiten. Denn ich will nicht so viel lesen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir hier da sind. Da geht es dann irgendwann mit dem Lesen weiter. Und ihr freut euch sicher auch drauf. Aber ich will es halt auch wissen. Mich interessiere mich selbst natürlich für die Geschichte, für die Haupt-Epos-Geschichte zumindest. Deswegen lese ich die auch selbst immer mit vor, obwohl ich beim Vorlesen selbst der Geschichte nicht ganz so gut folgen kann wie andere, also wie ihr. Ich hoffe zumindest, dass ihr folgen könnt, aber zumindest habe ich es dann gelesen, das ist meine Intention dahinter, sonst bräuchte ich das ja nicht machen. So, Adlon, komm mal her. Bringt ihr Neuigkeiten? Ja, ich habe düstere Laune von dir gesehen. So, da hinten ist auch noch irgendjemand. Irgendwo. Aha, haben wir. Okay, den Pfad haben wir. Jetzt, ich laufe einfach weiter, mach den obersten Teil mit weg. Das sieht schön hier aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Hier könnte ich mich zur Ruhe lassen. So. Wäre ein schöner Urlaubsort. Nur Internet sollte da sein. Mit Glasfaser, natürlich. Und WLAN, überall. Guck, die haben halten alle ihre Handys in der Hände. Nö, das sind keine Handys. Die können irgendwie Elmo nur das eine Lied hier. Ja, man kann ja selber auch musizieren in Herr der Ringe Online. Finde ich eine coole Sache. Für mich selber ist es jetzt nicht so wirklich was, aber ja. Find ich toll. Und die Gegend hier allgemein. Also wenn es diese Gegend hier in Real Life gäbe, ich glaube, das wäre ein Besuchermagnet. So. Muss man echt sagen.
vielleicht nicht als, ja, ich würde es vielleicht nicht zur, für die Öffentlichkeit zum Besuch machen, sondern, was weiß ich, für eine Art Kur, für ein Erholungsgebiet, für Kurgäste oder etc. pp. Allerdings nicht nur hier für die Reichlinge, sondern halt normales Kurgebiet. Da könnte man sich echt mit anfreunden. So ein Adventure-Kur. Ja. Wäre trotzdem überlaufen, ne? Weil die wollen ja auch immer ihre Gäste haben, muss ich ja finanzieren, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, Haus der heilenden Hände. Siehst du? Hier sind wir schon im Kurgebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Sprecht mit Brunil im Haus der heilenden Hände. Im Westen. Allerdings, wo die Bruni steht. Wie ist keiner weh? Bruni! Ich such Bruni! Psst, seien Sie ruhig. Oh, ganz schön bibliothekisch. Es sieht fast so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Ne? Das ist die gleiche Architektur wie das andere große Ding, wo wir uns mal verlaufen haben drin. Jo. Such Bruni! Ey, habt ihr Bruni gesehen? Der Bruni! Bruni! Mensch! Bruni, wo rennst du denn rum? So, jetzt muss ich hier hoch noch gucken. Da steht jemand in weiß, vielleicht ist das ja Bruni. Nö, nee, die läuft aber weg. Die ist nicht Bruni. So, hier ist ein Waschbecken, okay. Bruni, Bruni! Nee, Bruni, nicht Bruni. Okay, alle, das sind also alles mehr oder minder Zimmer, also Krankenbesuchszimmer. Cool. Also die Kurzimmer. Auch cool. So. Bruni. Bruni, wo bist denn du? Meine Güte. Im Haus der heilenden Hände, ne? Da steht auch wirklich im. Recht mit Bruni im Haus. Genau. Nicht, dass ich an der vorbeigerannt bin. So, nee. Okay. Natürlich ist er dann eben auf der Seite, auf der ich zuletzt gucke. Das muss ja dann so sein. So, hier ist, sagen wir mal, die Kassenpatienten. Lalala. Bruni! Bruni, hier Privatpatient, sieht man. Ah, aber der hat die Rechnung gesehen, deswegen heult die jetzt gerade. Ja, noch ein kranker Privatpatient. Sag mal, irgendwo muss die Frau doch sein. Ich geb's gleich auf, Leute. Ohne Witz. Ah, hier ist sie doch, Bruni. Mensch, mit dir. Der letzte Ort, wo man hätte gucken können. So. Was hat das zu bedeuten? Nichts, ich Warum muss... Warum unterbrecht ihr mich? Ja, ich muss gehen. Sprecht mit Mirena am Haupt... neue Ratte ist im Garten. Ja, okay. Sucht das Haus der heilen Hände nach Verstecken. Ah. Na gut, wir kennen uns ja jetzt ja aus. Mögliches Versteck. So. Nichts Verdächtiges, schön. Wäre ja auch doof, wenn hier Ratten drin sind. Ich gucke nur hier hoch, ob ich hier oben was ist. Nee, ob ich hier oben was ist. Ich ein Deutsch haben tun, das nicht normal. Ich hoffe mal, dass hier mehr drin verteilt sind, dass ich nicht ganz so lange suchen muss. So, ich laufe jetzt übrigens absichtlich so rum, weil ich hoffe, dass die das nicht im ganzen Haus verteilen, sondern nur auf dieser Hausseite. Aber wer weiß. So, wir werden sehen. So, außerhalb des Hauses sollen wir auch noch suchen. Das könnte leichter sein. Zumal wir da ja noch reitieren können. Da ist niemand. Okay. Habt ihr hier ein Versteck? Versteck! Versteck! Bruni hat gesagt, ich soll noch Verstecken suchen. Versteck! Versteck! Müssen doch auf die andere Seite. Na gut. Hätte ja auch klappen können. Versteck! Versteck! So, versteckt sich da oben und versteckt? Nee. Oh, warte mal, hier. So. Okay. Haben wir. Nichts Verdächtiges, also gehen wir raus, wa? Und dann müssen wir nochmal zu Bruni. Das will ich heute unbedingt erledigen, weil sonst merke ich mir niemals, wo die war. Deswegen werden wir das auf jeden Fall noch tun. So. Mögliches Versteck. Da hinten haben wir schon eins. Schön. So.
Also theoretisch geht es also im Spiel geht es leichter, theoretisch ist es natürlich nicht leichter, hier draußen versteckt zu finden, weil man viel mehr findet. So. Sieht wieder ideale Schlupfwinkel aus, aber wir finden nichts. So, hier entlang. Hier ist auch der Vorteil, ich habe sie auf der Karte markiert, die möglichen Verstecke. Da war ja drin nichts zu finden. Wobei, da habe ich nicht geguckt, ob Bruni die Verstecke markiert hat. Aber, naja, Bruni war ja selbst auch nicht markiert. So, okay, wir haben es gleich. Da hinten. So, und jetzt aber. Versteck dich. Aha, nichts Verdächtiges. Außer ein Schwein, was da gerade drin steht. Aber das ist unser eigenes, das geht. So. Also nochmal rein. Oh Brunilein, oh Brunilein. Ich hab gar schlimme Nachricht. Die Verstecke, die waren alle leer. Das sag ich. So. Wenn man den Weg einmal kennt, geht's. So, wahrscheinlich gibt's gleich noch eine. Was hat das zu bedeuten? Ja, das wollte ich da sagen. Entschuldigung. Fütterte eine Ziegen mit Speerblumen. Okay, hier, ach so, echte Ziegen. Ja, okay. So. Außerdem weiß ich ja gar nicht, ich habe die ja gar nicht gekannt, ob das eine kleine Zicke war oder nicht. Ja, es gibt Zicken. Weiblich wie männlich. So. So. Das muss wohl da oben sein. Na, dann gehen wir mal da hoch. Das muss wohl da unten sein. Na, dann gehen wir mal da runter. Das muss wohl da drüben sein. Dann gehen wir mal darüber. Die ganzen Kurgäste hier. Erschreckt mich nicht. Hab ich schon gewundert, hä? Hier fehlt eine Brücke. Okay. Hallo, ich soll dich umbringen. Testen mal. Nee, die will nix. Nee, die will auch nix. Nee, die will nix. Nee, die will nix. Die Ziege möchte den Stutenfuß nicht. Vielleicht ist die Zutat doch der Übeltäter. Okay, manche wollen keinen Stutenfuß. Also zurück zum Haus der heilenden Hände. So. Und wieder rein. Lalalala. So. Haben es hoffentlich gleich. Oder es gibt nochmal eine Instanz. Ja, das ist auch möglich. Wer weiß. Ja. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass. Entschuldigung. Aha, der Emil am Haupttor war's. Okay. Der Sack. Egint war's, nicht Emil. Das war Egint. Egint war das. Ich hab genau gesehen, wie der kleine Überracker das Ding reingetun hat. Jo, das war ein Kind. Ja, Gottes Kinder. Bald ist Winter. So, Schluppeldidu. Schluppeldidu und Schluppeldida. Wer Kinder sieht, der ist schon da. Ne, hier soll ich nur gucken. Okay. Wasserfall, mächtig, schön, gewaltig. Haben wir? Dann weiter. Einmal links? Nein, da nicht. Okay, dann, ja, erstmal über die Brücke, alles klar. Die ist? Ja. Die vermutlich hier ist, aber noch schnell gebaut wird manchmal. Ja, ja. Ne, diese ist glücklicherweise schon da, die wird nicht erst schnell gebaut. Das ist toll. Ich frage mich aber tatsächlich, warum diese Brücke erst nachträglich eingeblendet wurde. Weil eigentlich könnte die ja zur Karte gehören. Ob die vielleicht irgendwann mal nicht da ist? Hm?
Also sprich, dass die in irgendeiner Quest oder irgendwann zerstört wird und dann nicht mehr angezeigt wird. Wer weiß, wer weiß. Mittlerweile hat das Spiel ja solche Tricks drauf. Die ersten Level konnten das nicht, aber mittlerweile kann es das Game. Und finde ich cool. So, plätschert überall, klarendes Wasser, blühende Bäume, schön. So, was soll ich hier noch? Da. Ah, da ist er ja. Hauptmann Menerin hier. Erstmal hier, offenes Ohr, bitteschön. Anstellen, annehmen, haben wir auch was angenommen. Okay, wir gehen mal runter, denn unten, na, ist ja auch noch was zu tun. Meine Güte, die haben ja echt zu tun. So, na dann. Aber wir sind großteilig in der Stadt, in der City unterwegs. Das ist somit kein Problem. Tolle Sache, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Komm, machen wir noch 5. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe heute. Zwei Folgen aufzunehmen. Und da das eh unsicher ist, kann ich die sicher ein bisschen länger machen. Mach die nächste dann halt hoffentlich morgen oder übermorgen. Ja. Ja. So machen wir das. So ist der Plan. So wie ich kann. So. Den Typen, keine Ahnung, was jetzt mit dem ist. Ich habe da jetzt nicht mehr drauf geachtet. Ich habe den einfach angesprochen. Ja, toll. Ihr habt es bestimmt gelesen. Ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir haben halt gesagt, dass er verdächtigt wird. So. Gondos Garten ist, ziemlich dumme Aufgaben. Viel rumlaufen, meistens umsonst. Aha. Das ist wohl das wieder aufgebaute Gondor. Oder geht das hier um den hier? Weil da tue ich ja gerade dasselbe. Ah, guck mal, Robinson. Ja, alles klar. Er meint das hier. Heute erwachten wir ohne Sonnenlicht, ohne Tageslicht. Ja, genau. Lalalalalala. Er meinte dieses hier. Soll allgemein nicht so gelungen sein. Ich beschwere mich jetzt gerade gar nicht. Klar, es ist einfach nur hin und her rennen und hast du nicht gesehen. Auf Dauer macht das keinen Spaß, aber mal mit. Einfach mal die Abwechslung zwischendrin. Und wenn man wirklich die Geschichte noch genießen will und sie wirklich alles durchliest, denn da ist wirklich viel Geschichte. Das ist ja nicht einfach nur Renne bis dahin und so weiter und so fort. Sondern da wurden sich Hintergrundgeschichten für ausgedacht, die auch sehr gut funktionieren. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Oh, ey. Hier, diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. So, okay. Wir sollen also ein paar Rekruten platt machen. Hervorragender Rekrut. Hier, Rüstmeister Bälle. Bitte. So, Kriegerschule erledigt. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch da hinten durch und könnten dann weiterziehen. Mal gucken. So. Lalalala. Didum, didum, didai. Holzeniel, die ist da und die Ziege legt ein Ei. Was? So, okay. Aber wir haben ihn ja fast geschafft. Also falls ihr den Garten auch nicht mögt, dann ist es halt so. Ein paar größere Bugs hat's auch. Bis jetzt sehe ich hier keine. Ja, bis auf die Brücke halt, ne? Aber die ist kein größerer. Aber kann natürlich sein, dass ich mich da irre und da jetzt noch was kommt. Es sei denn, es geht doch um was anderes. Wir werden sehen. So. Aus der heilenden Hände. Rumlaufen ohne Ende. Sehe keine Wände. Wie gesagt, schön wäre es, wenn hier im Haus, weil das doch sehr groß ist, gezeigt wird, wo die Leute sind. Sammelt Taubblättchen südwestlich von Emin Müllblöde. Für das Gegengift. Okay, kriegen wir hin. So, das machen wir auf jeden Fall alles noch. Und dann, schauen wir mal. Vielleicht mache ich das einfach diese Folge noch mit fertig. Guck, ich hab's ja schon gesagt. Ich
schafft definitiv keine 2 Folgen. Aber ich habe noch genug Zeit, um hier noch 5 Minuten ranzuhängen. Wobei, ich, wenn ich noch 15 Minuten ranhänge, hätte ich fast 2 Folgen. Aber hätte Fahrradkette. So. Wenn wir die Quests hier relativ schnell durch haben, umso schneller kommen wir ja weiter Richtung, ihr wisst schon wo. Ne? Minas Tirith. Und auch im Minas Tirith, da wird viel Lauferei sein, das sage ich euch jetzt schon. Aber auch diese Lauferei wird notwendig sein. Das war vielleicht nicht so günstig. Komme ich wieder ruf? Komme ich wieder rein? Hallo? Vermutlich nicht. Wo muss ich hin? Ich muss da hin, da ist die Brücke. Oh oh. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich habe mich ja selbst verhauen. Ich bin ein Doofkopf. Ich bin ein Doofkopf. Ich bin ein Doofkopf. Ich werde sterben. Au. Ich glaube, hier gibt es keinen Weg nach oben, oder? Weil keiner auf die Idee kommt, dass er hier drüber springt. Außer natürlich ich. Naja, in dem Fall wäre es dann halt so. Wobei hier der Weg schon schön nach oben führt. Vielleicht gibt es tatsächlich eine eingebaute Rettung. Ja, die gibt's. Cool. Die haben an mich gedacht. Schön. Schön, wenn Entwickler an mich mitdenken. Ja, das mache ich auch immer so. Wenn ich irgendwo irgendwas bastel, irgendwas konstruiere, was auch andere verwenden sollen, denke immer an die Dummheit der anderen. Das ist ein wichtiger Grundsatz und hier bewahrheitet er sich ebenfalls für mich. Ja. Denn nicht ist so dämlich, dass es nicht irgendeiner macht. Zum Beispiel über eine Brüstung hüpfen mitten in den Fluss. So, okay. Wir müssen natürlich den Weg außenrum nehmen. Zählt ja nichts. Aber wenn wir das geschafft haben, dann dürfte es das eigentlich auch gewesen sein. Das Gegengift wird es wahrscheinlich dann das letzte sein, was von dieser Questreihe ist, weil alles andere macht halt keinen Sinn. Weil entweder sie helfen oder sie helfen nicht, die Blätterchen. Wir werden sehen. Ihr freut euch, dass ich ja auch mal, wenn es mal eine etwas längere Folge gibt. Sollte es aus irgendeinem Grund sein, dass ich es nicht schaffe, die nächste Folge aufzunehmen, also die Donnerstagsfolge, seid ihr hiermit ein bisschen entschädigt. Ist doch auch was. Bin ich nett. So, hier irgendwo soll ich sammeln, ne? Aber nicht von euch. Nö. Aber hier. Nö. Das ist nur ein Eichhörnchen. Ich dachte, da ist eine Schrift. Kaninchen. Handys. Hendrowall. Nein. Na, sowas. Ei verbipscht. Ich guck mal oben auf dem Hügel, ob ich irgendwas sehe. Aber ansonsten. Vielleicht ist das der Bug, der gemeint war. Wenn wir immer noch über dasselbe Thema geredet haben, tun, täten. Pappelzweige. Die Möglichkeit, die besteht. Oh, guck mal. Taublättchen, da endlich. So, wo bin ich? Ja, ganz am Rande. Aber okay, das geht. Das zählt nicht als Bug. So. Taublättchen. Oder eben Taublättchen, je nachdem, wie man es aussprechen will. Hey, Lättchen, bist du taub? So. So, haben wir alle Blautättchen? Ja, genau. Taubblättchen. Lättchenbättchen. So, haben wir. Gehen wir zurück, wa? Der Rückweg wird nochmal ein bisschen dauern. Aber ich hege die Hoffnung, dass wir dann nach Haraland aufbrechen. Und wie gesagt, Haraland ist dann die letzte Zwischenstation vor Minas Tirith, wenn ich das richtig sehe. Das war eine Eule. Das war nicht ich, der sich gefreut hat. Nein, nein. Ich würde mich freuen wie... Ja, und eine Eule klingt ganz anders. Ja, habt ihr ja gerade gehört. So. Gut, wir haben noch einmal den Weg nach hinten und dann ist es soweit. Ja, ich freue mich. Oh, ich freue mich. So, einmal um den Brunnen rum.
jetzt ganz schön was los, aber naja, gut, ne? Im Kurgebiet, im Krieg, ist sicher auch der ein oder andere Gast zu Hause. Notgedrungen. So. So, wir haben es gleich, wir sind gleich da. Oh yeah, ich komme her. Abonnenten Stadtdienstleistung? Er konnte, er muss. Könnt ihr aber 2 Wochen lang Stadtdienstleistungen nutzen? Was gibt's? Okay. Keine Ahnung, was die für Dienstleistungen sind. Aber cool. Und ich sag mal so, ein paar Vorteile für Abonnenten habe ich ja nichts gegen. Die sind nicht gar nicht so schlimm, dass du hier arg pay to win machen solltest, musst, etc. pp. Okay, die Wand erscheint auch erst später. Ja, wie gesagt, ein bisschen was kann schon sein. Und so teuer ist das Abo überhaupt nicht. Wenn man es öfter spielt, warum nicht? So, Heilmittel herstellen, kannst du das nicht selber? Naja, das Heilmittel fängt zu blubbern an. Gebt das Heilmittel irgendjemanden, der hier krank ist. Toll. Patienten krank, auf dieser Seite waren viele. So. Ja, du warst krank, ne? Hier, komm her. Heilmittel. Bitteschön. Vielen Dank. Jetzt bist du nicht mehr krank. So, die, erstmal die Kassenpatienten, weil die haben es verdient. So. Die, ja, die Privatpatienten nicht so wichtig. Die haben ein schönes Zimmer, wenn sie da, ein paar Tage länger liegen. Außerdem. Na, da kann man da mehr Geld verlangen. Je länger sie liegen, desto besser. Deswegen gehen Privatpatienten hier in dem Fall nicht vor. Nee, nee. Ja, ich mache das richtig rum. Nicht so wie ihr in den Ärztestuben, Krankenhäusern, etc. Leute. Ja, da müsst ihr die Kassenpatienten vorziehen. So ist es. So, gehen wir noch hier rüber. An deiner, dass ich schon den einen oder anderen übersehen habe, aber dann ist es halt so. Das hier ist eh nur der Trakt wahrscheinlich, wo, naja, der Aufenthaltsraum. Sieht zumindest so aus. Hier hinten kam ich nur hier hin rein. Ne, da wollte ich nicht hin. Okay, dann ja, ist das Ärztehaus komplett drüben. Und hier ist das Erholungszentrum. Oder die Mensa oder was auch immer. So, hallo Leute, ich muss mal durch. Ich muss noch ein paar Kassenpatienten, Kassenpatienten habe ich ja alle durch. Na gut, dann gucken wir halt mal in den Privatsektor. Hallo? Hier? Der Freund im Gruß vom Haus. Nächstes Mal machst du das über die Versicherung, damit du nicht hier bevorzugt wirst. Das geht so nicht. Ja, du, ah, ja, bitteschön. Mit Liebe gemacht. Ja, okay. Haben wir alles fertig. Denn muss ich vermutlich nochmal zurück zur Brunil, genau. Toll. Ja, ist tatsächlich viel Rennerei. Aber, wie gesagt, mal mit. Solange es sich nicht überhand nimmt, ist das immer mal eine schöne Abwechslung. Finde ich in jedem Spiel. Warum so, fortsetzen. Unterbrecht ihr mich? Wieso fortsetzen? Sprecht mit Minir im Haus der Aso, das bist du. Okay. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Berichte von Ork. Sucht den Spieldruck der Feste nur hier südlich von Immenmulmul. Oh, da haben wir tatsächlich hier noch was zu tun. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Muss ich sagen. Also, was sagt denn die Zeit? Wir sind bei 33 Minuten. Na, ich guck mal, wie weit das entfernt ist. Entweder machen wir es noch oder wir lassen es sein, weil wegen so. So. Hopp. Das ist da hinten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich reite offscreen hin. Zumindest hier bis an die Kreuzung. Den Rest machen wir später. Und wir verabschieden uns hier im Pferd und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, bis denn. Tschüss.